Guten Morgen. Conny hat mir eine E-Mail geschrieben. Und zwar hatte sie vor ein paar Tagen ihre erste Fahrstunde. Und sie war selbst ganz überrascht von sich, denn sie hat mit einmal wahnsinnige Angst bekommen und überlegt jetzt, ob sie die Fahrschule, sogar die Führerscheinprüfung, ob sie das Ganze abblasen soll. Denn es ging Schweißausbrüche los, schlaflose Nächte hat sie die letzten Tage gehabt und traut sich auch nicht zum Fahrlehrer zu gehen, um mit ihm darüber zu sprechen. Conny, jetzt müssen Sie unbedingt dranbleiben, das ist ganz wichtig, weil sonst wird es mit dem Führerschein extrem schwierig werden. Zum einen möchte ich Sie motivieren, gehen Sie zu Ihrem Fahrlehrer, sprechen Sie ganz offen mit ihm darüber. Und wenn Sie noch nicht so ein Vertrauensverhältnis zu Ihrem Fahrlehrer aufgebaut haben oder das Gefühl haben, er nimmt Sie da nicht ernst und kann damit nicht umgehen, dann wechseln Sie sogar die Fahrschule, weil eine gute Fahrschule, die schafft es tatsächlich, damit umzugehen und wird sehr sensibel auf Sie eingehen. Und damit Ihnen das erleichtert wird, dass Sie da hingehen können, schnappen Sie sich Ihren besten Freund, die beste Freundin und gehen Sie da ruhig gemeinsam hin. Es ist bestimmt auch möglich, dass derjenige, Ihr bester Freund, die beste Freundin, hinten auf der Rückbank mitfährt bei den nächsten Fahrprüfungen. Es ist deshalb so wichtig, dass Sie jetzt weitermachen, weil wenn Sie es nicht tun, dann verfestigt sich diese Angst und wird in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und Jahren sogar nur noch schlimmer. Und falls Sie es dann irgendwann später nochmal angehen sollten, wird es nicht unmöglich sein, aber viel, viel schwieriger werden. Also nehmen Sie sich nicht vor, naja, ich lasse das jetzt irgendwie mal ruhen und mache das in ein paar Monaten oder vielleicht in ein paar Jahren. Nein, jetzt müssen Sie dranbleiben, jetzt müssen Sie es überwinden. Und wenn Sie das tun, werden Sie Schritt für Schritt ganz schnell merken, dass die Schweißausbrüche, dass auch die schlaflosen Nächte, dass die vergehen werden. Bleiben Sie dran.